Hi Lutschergen, ich begrüße euch wieder recht herzlich zu einer neuen Folge Medieval Dynasty bei eurer Bombardi. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich mache heute eine kleine Session, habe ich mir gedacht. Ist jetzt Folge Nummer 4. Dann reicht's aber erstmal wieder. Ich bereite ja gerade so ein bisschen vor, ne? Ich bin ein bisschen in Vorproduktion gegangen, weil demnächst ja noch Baldur's Gate 3 erscheint. Und da natürlich auch auf diesem Kanal gebracht wird. Ich hoffe, ihr schaut fleißig zu. So. Wir sind in Tutki auf der Suche nach netten Bauern. Wir haben noch niemanden gefunden. Bislang. Ha! Die Rudolfina! Rudolfina! Schließ dich uns an. Du nicht. Endlich, wir haben die Rudolfina gefunden. Ha, Halleluja. So, Rudolfina kriegt ein Haus. Zack. Und sie kriegt eine Arbeit. Und zwar in der Scheune. So. Und die Scheune, die werden wir gleich mal ein bisschen anpassen. Vielleicht reicht das auch, wenn eine Person in der Scheune arbeitet und den beim Rest, wenn es dann alles fertig ist in Sachen Landwirtschaft, so auf den Feldern und so, dann kann man ja eine zweite Person noch in die Scheune stecken. Ich glaube, das klingt nach einer Idee, oder? Naja, auf jeden Fall, die Rudolfina, die darf jetzt erstmal einen Haufen Roggenkorn machen. Soll ja nicht langweilig werden. So, am Tag kriegt sie 200 durch. 300 fast. Nice, das reicht doch. So, gut, immerhin etwas. Eine Sache haben wir geschafft. So, dann fehlen nur noch die Enten. Und ich würde die Quest... gern heute zu Ende bringen. Das heißt, wir reisen genau hier hin. Suchen dort Enten, töten Enten und dann kehren wir zurück zur Erfinderin. Und dann ist diese Quest erledigt und ich hoffe, dass die sich uns anschließt. Ist ein bisschen doof dann. Oh. Nice. Zwei Upgrades wieder. Letzte Folge das Jagdlager und jetzt das Nahrungsmittellager. Wenn die sich uns anschließt, ist ein bisschen doof erstmal, weil da müssen wir nochmal ein Haus bauen. Aber das kriegen wir auch hin. So, da irgendwo sollen Enten sein. Bitte seid da. Na, es müssen Enten... Ah, da. Es müssen Enten da sein, sonst wäre das Symbol nicht vorhanden, ne? So. Wow! Volltreffer. Da liegt das Vieh. So. 60 Federn abliefern. Ich hoffe, die gibt uns da nicht noch eine Folgequest oder so. Bitte nicht. Einfach anschließen. Kommt zu uns. Eine von uns, eine von uns. Das wäre sehr schön, wenn die sich gleich anschließen würde. Huch! Der hat eine Armbrust! Keine Sorge, die killen wir.
Er ist so schön umgefallen. Da. Ich möchte mal ganz kurz, ich möchte ein Foto von dem guten Mann machen. Okay, lassen wir ihn erstmal aufstehen, oder? Jetzt. Der wird gleich auf uns schießen. Sniper-Duell. Oh oh. Jawohl. Puh, haben wir jetzt eine Armbrust? Ja. Eine ziemlich kaputte, aber wir haben eine. Nice. Gut, das, was hier sonst noch so ist, ne, das ist jetzt nicht so der Brüller. Bierflasche, Trockenfleisch. Naja, ein Säckchen. Ist auch was. Bisschen Brennholz. Gut, sonst... Ist schön, wie er den Sitzbaum stumpf umarmt. Ich finde, das macht der sehr gut, der Mann. Okay. Gut, diesmal nicht so krasser Loot, ne? Aber... Hey. Die Welt ist sicherer. So, aber jetzt wirklich nach Baranica. Querfeld ein, bitte. Das muss heute noch klappen. Och nee. War übrigens ein ganz schön gefährliches Unterfangen gerade. Wir haben nur die Hälfte der HP durch unsere Vergiftung. Oh. Ein Rucksack. Geil. Mann, jetzt werden wir halt ständig auch abgelenkt. Ja, das ist ja auch ein bisschen doof jetzt. Nochmal ein Säckchen. Cool. Ein Trinkschlauch, sonst ist hier nichts, glaube ich. Zumindest sehe ich hier nichts mehr rumliegen. Okay, wir müssen weiter. Verdammt nochmal. Wir müssen zur Erfinderin. Spiel, hör auf, mir Loot vorzusetzen. Du weißt ganz genau, was Sache ist, Spiel. Du weißt, dass ich nichts liegen lassen kann. So, Halleluja. Da sind wir. Warte mal, waren das vorher nicht drei Leute? Zwei Leute? Ich glaube, der Walbert war vorher noch nicht da. Lass sie mal anschauen. Nee. Lass mal stecken, Walbert. So, hi, Nikola. Hier, die Federn. Bis morgen. Okay, gut, bis morgen. Das heißt, wir müssen da nochmal hin, ne? Hm. Naja. Das nervt mich ein bisschen, muss ich zugeben. Das finde ich ein bisschen anstrengend, dieses Warte bis morgen. Weil du die ganze Strecke nochmal laufen musst. Ich meine, klar, jetzt habe ich meinen tollen Esel hier, aber das ist doch ein Stückchen. Da werden wir wieder gut unterwegs sein. So, dann gehen wir mal heim. Und kümmern uns um Steinspitzhacken. Wir brauchen einen Haufen.
von den Dingern. Und dann müssen wir natürlich auch noch gucken, wie sich die Felder so entwickelt haben. Da bin ich sehr gespannt. Hälfte des Frühlings ist schon fast wieder vorbei, ne? Die Zeit vergeht wie im Flug. So. Gut, ich werde das jetzt mal an dieser Stelle skippen für euch. Weil außer Loot, denke ich mal, wird nicht viel passieren. Und was wir da gelootet haben, das zeige ich euch dann, wenn wir zu Hause sind. Also, bis gleich. Eine langweilige Reise geht zu Ende. Wir wurden mal von Wildschweinen verfolgt. Dann kam Obelix aus dem Busch gesprungen und hat die erledigt. Alles gut. Wir leben noch. So. Okay. Ah, schön. Brennholz kann weg. Federn können weg. Flachshalme können weg. Der Göffel. Ich lager den mal ein. Wer weiß, vielleicht brauchen wir den eines Tages noch. Den Göffel. Warum habe ich hier noch 34 Kohlsamen? Habe ich gar nicht alle verkauft? Hatte der Mann kein Geld mehr? Fragen über Fragen. Was ist da los? So, Säckchen können noch weg. Wir gucken mal ganz kurz, bevor wir jetzt starten mit dem ganzen Hergestelle und so. Die Nacht werde ich diesmal wieder skippen. Schauen wir uns mal kurz die Felder an. Hier ist noch nichts. Das sieht sehr gut aus. Karotten sind gemacht. Jawohl. Hafer ist auch noch nicht ganz durch, aber angefangen. Na, das sieht doch ganz okay aus. Flachs. Oh, schön. Und hier haben sie noch nichts gemacht. Okay. Naja, doch, sie haben angefangen. Ja, aber die kommen gut zurecht, glaube ich. Ja gut, hier ist auch noch nichts gemacht. Aber die kommen, glaube ich, ganz gut klar. Sieht in Ordnung aus. Okay. Gut. Ich werde dann in der Nacht wieder ein bisschen mithelfen, ne? Das ist klar. So, wie gesagt, jetzt erstmal Stein- und Holzstämme. Jetzt haben wir halt heute tatsächlich einen Tag verloren, ne? Wo wir wenig aus den Grabungsschuppen bekommen haben. Aber das macht nichts. Alles gut. So, Holzstimme. All in. 20. Gut, und damit gebe ich in die Nacht ab. Und wir sehen uns wieder, wenn es morgen ist. So, guten Morgen, meine Lieben. Ich habe hier gerade nochmal ein Haus angefangen. Falls sich diese Erfinderin uns anschließen möchte, möchte ich vorbereitet sein. Das heißt, wir bauen noch ganz kurz das Haus fertig. Haben einen Haufen Bäume gefällt dafür. Und ein paar Bretter hergestellt. Wir müssen gleich mal gucken, wie es mit der Produktion ausschaut. Weil wir haben jetzt zwei Holzfäller, aber irgendwie gefühlt geht da gar nichts weiter. So, mal gucken. Sorry, ich musste mal ganz kurz eine Runde Gandalf spielen und eine Motte rauswerfen. So, wo war ich gerade? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, wie gesagt, müssen die Produktion gleich mal noch angucken. Beim Holz, weil irgendwie gefühlt haben wir da immer zu wenig. So, schauen wir mal, ob es reicht.
wahrscheinlich nicht. Nö. Noch mehr Steine. Ich hoffe, der Stein reicht uns. Das wär's jetzt. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt das gleich gemacht haben, dann reiten wir los, kehren zur Erfinderin zurück. Oh, das wird uns nicht reichen. Himmel, Herrgott, verdammt nochmal. Was ist das denn? Hör mal. Ach so, übrigens, wir haben jetzt einen Haufen Werkzeuge, ne? Also Werkzeuge reichen uns jetzt wieder eine lange, lange Zeit, hoffentlich. Bei den Steinmessern habe ich jetzt noch nicht geschaut. Da werde ich gleich noch gucken. So. Na, Halleluja. Hier noch. Und hier noch. Halleluja. Geschafft. Es ist getan. Das nächste Haus steht. So, kurz ein paar Steinchen mitnehmen. Dann gehen wir schnell eine Runde baden. Und dann haben wir wieder einen weiten Weg vor uns. Ein Träumchen. So. Baden, baden, baden. Kurz was trinken. Also den Mund auf gut Deutsch einfach aufmachen. Und dann schauen wir uns mal ganz kurz die Holzschuppen an. Ich glaube, Stöcke können wir runtergehen nochmal. Ja, aber 43 Holzstäbe angeblich pro Tag. Ich sehe es nicht irgendwie. Ich sehe diese Holzstäbe nicht. Aber gut. Und hier? Ja, viel zu viele Stöcke aktuell in der Produktion, ne? Mach mal. Ah. Ja klar, wir da liegt das Problem. Na, wir verarbeiten ja weiter zu Brennholz und Bretter. Und ich glaube, da liegt das Hauptproblem. Aber jetzt sollte es ein bisschen besser ausschauen. So. Gut, gleich noch schnell gucken wegen Äxten und Messer. Und dann können wir los. So, schnell ein bisschen Steine sammeln. Und anderes Gedöns. Weil, naja, aus Gründen. So. Gut. Felder habe ich, wie gesagt, habe ich auch gemacht. Also es war eine sehr, sehr arbeitsintensive Nacht. Wir waren sehr, sehr effizient. Das kann ich euch sagen. So. Jetzt gucken wir mal schnell noch hier. Wie schaut's aus? Was haben wir noch da? Was haben wir nicht mehr da? Haufenweise Knüppel hätten wir. Die könnten eigentlich auch einfach alles wegknüppeln, ne? So, aber Äxte und Steinmesser haben wir noch genug. Das passt. Die sollten uns nicht so schnell ausgehen. Gut. Zeugs rauswerfen. Und dann geht's wieder los. Ich möchte das unbedingt heute noch schaffen. Also, auf nach Baranica. Zum Abgeben. Freude. Ganz viel Freude. Wir haben noch was gefunden, Leute. Bretter. Yay, Bretter. Und mir ist was aufgefallen, ich bin ein Idiot. Aber das wusstet ihr ja schon vorher, aber jetzt nochmal die Bestätigung für euch. Oh, Roggenbrot. Die Probleme im Grabungsschuppen lagen nicht an den Spitzhacken. Ja. Schaufeln. Habe ich natürlich jetzt keine hergestellt, aber ich habe jetzt einfach die Produktion geändert. Wir brauchen eh nicht so viel Ton gerade. Das heißt, das ist jetzt alles halb so wild. Stattdessen schippern die jetzt Kalkstein.
Kalkstein können wir eh besser gebrauchen, um unsere Häuser zu verputzen. Ich habe auch gerade gesehen, ein Haus ist beschädigt. Zustand 93%, aber beschädigt. Müssen wir uns anschauen, wenn wir zu Hause sind. Und eventuell reparieren. Aber wie gesagt, jetzt erstmal Nikola. Und ich hoffe, die schließt sich uns an. Das wäre so cool. Hier ist nichts Neues dazugekommen, ne? Nee. Nee. Brauchst du alles nicht. So, Frau Erfinderin. So, welche Federn waren denn die besten? Keine, das ist schön. Nach Dutzenden von Experimenten sieht es so aus, als wären die guten alten Gänsefedern doch die beste Wahl. Das heißt, meine Arbeit war umsonst. Ganz und gar nicht. Wir haben doch die Antwort gefunden, nach der wir gesucht haben. Das muss gefeiert werden. So, meine Frau hatte recht. Deine Begeisterung ist wirklich unübertroffen. Jemanden wie dich hätte ich gerne immer um mich. Könntest du dir vorstellen, dich unserer Dorfgemeinschaft anzuschließen? Zwinker, zwinker, komm zu uns. Sei eine von uns, Nikola. Vorgestellt und angenommen. Yay! Ich bin ganz aufgeregt, wenn ich nur etwas hätte, das ich dir zum Dank geben könnte. Oh, hier, meine Testpfeile. Sie sind etwas schwer einzuschätzen, aber etwas anderes habe ich leider gerade nicht. Na, macht doch nichts. Willkommen, eine von uns, eine von uns, eine von uns. Die unvorhersehbaren Pfeile der Zufälligkeit. 1 bis 100 Schaden. Alter. So, was kann die? Die ist bestimmt gut. Genauso wie Rudolfo, der Zauberclown. Roland, meine ich. Nee, nicht Roland? Nee. Wie hieß der normal? Egal. Toller Typ einfach. So, was kann die? Ah, 6 Crafting. Geil. Ah. Ja doch, es ist Roland, ne? Roland, der Jäger, ja, ja. 6 Crafting. Ein Traum. Die Frage ist, wo setzen wir die jetzt ein? In der Schmiede wahrscheinlich, ne? Genau, da hat sie doch... Da kann sie sich austoben, die Nikola. Da kann sie Sachen erfinden, wie Göffel oder so. Geil. Oh, die Quests der Frau, ne? Die sind's, Leute. Die sind's. Macht diese Quests. Es lohnt sich. Und damit kriegen wir jetzt... Ja... Das war das Problem, ne? Seht da ist das Problem gewesen. Steinspitzhacken haben wir genug. Davon stellen wir nämlich einen Haufen her, aber Holzschaufeln nicht. So, aber jetzt 3 pro Tag, 2,7 Steinmesser, 4,7, jawohl, das passt, das wird super. Mega gut. Mega gut. Geil. Wie verdammt lohnenswert. So, aber wir sind noch nicht durch. Wir werden jetzt nach Rolnica gehen. Da waren wir nämlich noch nicht. Und nochmal gucken, ob wir da nochmal irgendwelche Leute finden für uns. Eine von uns, eine von uns. Nice. Habe ich was zu essen dabei? Ja, habe ich Käse nämlich, aber den esse ich nicht. Das Roggenbrot will ich eigentlich auch nicht essen. Die will ich auch nicht futtern. Sonst gibt's nichts. Okay. Gut, aber die paar Meter nach Rolnica werden wir überleben, denke ich. Sehr geil. Haben wir doch tatsächlich jetzt nochmal... einen 6er Crafter bekommen, beziehungsweise nochmal jemanden mit 6 in einer Fähigkeit. 6 Punkte natürlich. Himmel, Herrgott. So. Geil. Sehr lohnenswert. Ja, irgendwie unsere Leute, wenn ich mir das so anschaue, die, doch, wir haben jetzt sogar tatsächlich 4 da schon, ne? Haha, schön. Bertha und Bogner haben jetzt schon 4. Oh. Warte mal. Haben wir hier? Ja, da haben wir was. Was sehen meine Elfenaugen? Elbenaugen meine ich. Ja gut, wir nehmen es mit, damit es despawnen kann oder so.
Weiß ich nicht. Kann ich. Das ist doch auch was, oder? Wolle. Naja, es ist ein bisschen was. Das Fleisch, weiß ich nicht, ob ich das. Naja, das können wir verkochen. Das Verkochen war dann einfach und dann passt das. Das shady Fleisch. Ah, toll. Eine von uns. Gut, oh. Bisschen vom Weg abgekommen. Dem nicht vorhandenen. So, das ist Tutki. Tutki haben wir schon gesehen. Da war eher nicht so. Guck mal, deine Verwandten. Da oben, da wollen wir hin. Letzte Station für heute. Hier ist, glaube ich, auch ein cooler Ort zum Leben. Relativ flach. Aber Bäume sind nicht so geil hier. Gut, schauen wir mal, was es hier so Schönes gibt in Rolnica. Und wenn es hier jetzt nichts gibt, dann... Lassen wir's. Ja, ich sehe schon, da gibt's nichts, weil das sind zwei Frauen, die hier sitzen. Und überhaupt ist sowieso nur eine, und zwar die Frieda, und die kann nix. Pflaume. Na gut. Sei's drum. Gut, ab nach Hause. Und die Folge beenden. Das war's wieder, meine Lieben. Mensch. Ah, warte mal. Stopp. Bevor wir die Folge beenden, gehe ich noch schnell verkaufen. Könnten wir natürlich auch in Deniza machen, aber wenn wir schon mal da sind. How are you? My wares never disappoint. Ey, die hat ja echt gar nichts da, ne? So. Aber weißt du was? Ich verkaufe das shady Fleisch einfach. Viel Spaß damit. Ist nicht mehr mein Problem jetzt. So, hier nochmal 190 mitgenommen. Die Speisemorchel. Wolle behalten wir uns. Jawohl. Aber jetzt beenden wir die Folge, Leute. Das war's. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Habt noch einen wunderschönen Tag. Ciao.